Also mein Name ist Christian Rösler. Ich bin vom Grundberuf Psychologe und Psychotherapeut. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn 14 Jahre in einer Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle gearbeitet. Und da habe ich sehr viel Erfahrung mit Paarberatung gesammelt. Gibt es eben sehr viele Paare, die dort Beratung suchen. Und habe mich da auch auf die Arbeit mit Paaren dann spezialisiert. Bin 2008 dann gewechselt in den Wissenschaftsbereich, bin seitdem Professor für klinische Psychologie mit einem Schwerpunkt auf der Arbeit mit Paaren und Familien an der Katholischen Hochschule in Freiburg und mache eben seitdem auch viel Forschung und Publikationen zu dem Thema Paarbeziehungen, Paartherapie, Wirksamkeit von Paartherapie, Paarberatung und so weiter. Also ich glaube, ich bin schnell überfordert also wenn ich in zu großen Gruppen von Menschen bin. Das ist was, was für mich eher anstrengend ist. Aber mir liegt sehr daran, in den Freundschaften, die ich habe, so sehr intensive Zweierbegegnungen zu haben. Das ist was, was mir sehr liegt. Also mich befriedigt tatsächlich meine Arbeit sehr mit Paaren. Also wenn ich merke, ich kann denen helfen, das ist schon ein großes Glückserlebnis für mich. Und andersherum, wenn es irgendwie nicht so gut klappt, das ist schon auch frustrierend für mich, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch ein Motor für mich, immer besser zu verstehen, wie funktionieren Paare, wie kann man denen helfen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Und was mir auch sehr Freude macht, auch viel Befriedigung verschafft, ist, ja, Studenten auszubilden, dass die so Beratungsarbeit zum Beispiel auch auf eine wirklich gute Weise erlernen und dann das auch gut weitergeben können. Ich würde sagen, ich bin schon ein sehr gewissenhafter und sorgfältiger Mensch und kann mich dann schon schnell darüber aufregen, wenn andere das nicht so sorgfältig und gewissenhaft betreiben, ihre Sachen. Ja. Die Sichtweise, dass Probleme nicht nur Ausdruck davon sind, dass was falsch läuft, sondern im Grunde eine Entwicklungsperspektive darin zu sehen. Also, dass ich in Schwierigkeiten immer auch einen Aufruf sehen kann, eine neue Perspektive zu entwickeln, mich weiterzuentwickeln, über bisherige Muster und Begrenzungen hinauszuwachsen. Das ist auch schon was, was sehr wichtig für mich ist. Ja. Also ich könnte zum Beispiel auch selbstkritisch sagen, ich war schon sehr lange sehr engagiert in meinem Beruf als Wissenschaftler und habe dadurch Beziehungen in meinem Leben schon ein bisschen vernachlässigt. Und da merke ich, das ist einfach auf Dauer nicht gut. Also so wichtig ist auch kein Beruf, dass es diesen Preis haben sollte.